Famous Places. Ich habe total Bock, bin super gespannt, weil, wie ihr seht, wir waren da auch schon mal durchaus ganz gut bei. Aber in den letzten Folgen hatten wir auch durchaus Probleme. Denn dann gab es plötzlich Orte, an denen ich gar nicht mehr wusste, wo ich bin. Das hier ist doch dieser Tokyo Tower, oder? Also, läuft da Musik. Da läuft Musik. Die machen wir nochmal ganz schnell aus. Das ist ja frech. Ich glaube, das ist der Tokyo Tower. Ich habe mich jetzt gerade, während ich ausgemacht habe, auch schon mal so ein bisschen umgeguckt. Und das hat mich dann doch davon überzeugt, dass der das nicht sein kann. Weil ich glaube, wir sind hier nicht in Japan. Ich habe mich von diesem Schild erstmal ein klein bisschen ablenken lassen, denn wir sind in Neuseeland. Der Tokyo Tower sieht auch ganz anders aus. Ich honk, Alter. Kurz mal eben richtig Mumpitz gelabert. Perfekt. So kann die Folge beginnen. Nee, wir sind in Neuseeland. Das. New Zealand. Ach, Auckland. Auckland. Aha. Moment, da. Aufbau von Neuseeland mir nicht hundertprozentig bekannt gewesen. Ja, jetzt ist die große Frage, wo? Ich, da ist der Sky Tower, da müsste hier sein. Und dann waren wir. Ups, ich möchte gerne zurück zum Start. Ja, Return to Start. So, bist perfekt. Wie heißt denn die Straße, die hier reingeht? Haben wir irgendwo ein Straßenschild? Ah, warte mal, das müsste doch auch. Hier ist der Sky Tower, hier ist Kiwis, da, hier genau sind wir. 7 Meter. 7 Meter. Easy. Seht ihr, und das meine ich. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Und ich darf mich tatsächlich nicht bewegen. Das ist hart belastend. Das hier ist auch mit einem Toaster dann in der Qualität hinterher. Wenn du so nah ranzoomst, dass es mir nichts bringt. Ich könnte mir das jetzt einbilden, aber das hier könnte eine Brücke sein und das hier dann Wasser. Das könnte eine blau-gelbe Flagge sein, die ukrainische Flagge. Aber das kann jetzt auch, ne? Souveniri. Was steht da? Kimi oder Himi? Das ist doch auch wieder die ukrainische Flagge. Vielleicht sind wir. Ja, also, wenn wir in der Ukraine sind, gut, jetzt wären natürlich nicht mehr so viele Touristen da, so fair muss man sein. Was steht da oben? Das könnte so ein Anno-b-b-b oder sowas sein. Aber muss jetzt auch nicht. Also, ich bin ehrlich, ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Das sieht für mich aus, das ist auch schon wieder die ukrainische Flagge. Was ist das? Das könnte die EU-Flagge sein, der Europäischen Union. Das macht aber keinen Sinn, weil Ukraine nicht in der EU ist. Was ist das daneben für eine Flagge? Rot-Weiß. Rot-Weiß. Ungarn hat Rot-Weiß, aber nicht so eigentlich. Ma, weiß ich nicht. Also, das ist das Einzige, was ich kenne, diese Statue nicht. Es tut mir leid, Leute, ich kenne sie einfach faktisch nicht. Und ich muss die Zeichen nehmen, die ich. Ich kann das hier gar nicht lesen. Ich hätte fast gesagt, die Leute sehen eigentlich hier alle nicht ukrainisch aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Und keine Ahnung, irgendwie stelle ich mir so auch nicht die Ukraine vor. Für mich hat das irgendwie so ein bisschen so Skandinavien-Vibes, hätte ich fast gesagt. Aber das wäre jetzt. Gut, die Ukraine-Flaggen können natürlich auch da als Solidarität hängen. Kann man auch sehen. Aber wo ist es dann? Souveniri. Das
klingt für mich auch irgendwie so skandinavisch angehaucht. Es tut mir leid, aber das sieht nicht aus wie in der Ukraine. Und meistens sind die Bilder auch relativ neu. Ich will da nicht mitgehen. Ich wirklich, ich hätte hier irgendwo hier so getippt. Also es ist jetzt nicht alles Skandinavien, das weiß ich. Aber ich hätte eigentlich eher so Norwegen, Schweden, Finnland oder Dänemark. Ich klicke mal so. Ja, wobei, ich klicke einfach auf Stockholm. Bumm. Es ist Lettland, es ist Riga. Oh. Okay. Okay. Aber ja, dann versteht ihr zumindest hoffentlich, was ich so ein bisschen im Kopf hatte mit dem, wartet mal. Zack. Mit dem, dass es nicht wie die Ukraine aussieht. Alles mit dem Toaster aufgenommen. Meine Herren. Okay. Anhaltspunkte. Scheint Rechtsverkehr zu sein. Das empfinde ich wichtig, weil ich hätte mir durchaus das United Kingdom vorstellen können. Irgendwo da halt. Ich schwöre dir, wenn du hier wohnst, hast du gewonnen. Also, weil, Alter, das ist ja mega geil. Das ist ja hart Premium. Also ich find's wunderschön. Ja, cool. Hätte man ja. Ich sehe dann La. Okay. Das würde halt schon mal sprachentechnisch helfen. Das ist jetzt wiederum blöd, dass ich hier mich. Ich kann mich hier nicht weiter nach außen bewegen. Ist das euer Ernst? Wirklich jetzt? Kann ich das hier vielleicht. Wartet mal. Wenn ich hier. Auch nicht mehr. Ich würde da gerne mal noch da, würde ich gerne hin. Das Gebäude sieht fantastisch aus. Also das Gebäude ist wunderschön. Wirklich, ich finde das atemberaubend schön. Ich liebe ja solche Treppen. Das finde ich ja mega geil. Wirklich mega, mega nice. Da bringt es mir nichts, da ist halt auch im Zweifelsfall nichts. Es sieht vielleicht schon ein ganz kleines bisschen runtergekommen aus. Wenn ihr das hier so seht, das ist ein bisschen schade. Aber ich meine, pflegt das Ganze halt auch erstmal, ne? Oh, warte mal. Darf ich jetzt hier nicht raus? Och Mann. Oh, das ist auch von 2011 schon. Service Action Educative Centreville. Ist das nicht, dass es in Paris ist? Das in Paris? Service d'Action. Das ist französisch. Warte mal. Ich sehe den Kollegen hier manchmal, der das anscheinend gemacht hat. Okay, es sieht also nach Frankreich aus. Wo in Frankreich ist so ein Schloss? Das ist die Frage. Es ist nicht das Schloss von Versailles. Versailles. Das sieht meines Wissens nach anders aus. Ist auch anders gelegen. Gibt es vielleicht zum. Ja, ich hätte fast gesagt, gibt es vielleicht irgendwo an der Südküste, also so Marseille, Montpellier, Lyon oder sowas. Gibt es da irgendwo sowas in der Art? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Also Lyon ist ja auch nicht an der Küste direkt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, hier so in dem unteren Bereich. Nizza oder, ja gut, Monaco ist dann es auch nicht. Aber das weiß ich nicht. Ich klicke einfach auf Paris.
Und wir haben hier das Chateau de... Ja, natürlich, ich versuche es gar nicht auszusprechen. 61 Kilometer auf jeden Fall. Gar nicht so mies. Das ist doch Nordkorea, oder? Ist es nicht das... Moment mal. Ist das nicht dieser Nähe, oder? Ist das nicht dieser große Platz in Pyongyang? Jetzt kann ich mich voll in... Jetzt kann ich mich gerade voll in die Nässe legen und genau aufs Falsche gehen. Aber ich hätte jetzt gesagt, das ist dieser... Oder? Wobei, ich weiß... Ich muss tatsächlich sagen, mit Nordkorea setze ich mich so gar nicht auseinander, weil das Land mir ehrlicherweise sehr, sehr, sehr egal ist. Aber ich hätte gesagt, das wäre an diesem Triumphbogen. Aber da ist kein... Nee, Quatsch, Triumphbogen ist auch Quatsch. Triumphbogen ist ja das... haben die einen Obelisken? Ist ja mehr so... Ich würde sagen, ist ein bisschen wie so ein Obelisk. Warte mal. Ich kann mich ja bewegen. Lol. Okay, es ist... Nee, es ist ja nicht Dingens. Nee, es ist nicht Nordkorea. Wieso darf ich denn hier in den Untergrund? Mir ist nicht erlaubt worden. Oder? Moin. Welcome to... Oh, man kann da rein. Ticket Masuk. Okay, das ist definitiv nicht das, was ich dachte. Es ist nämlich was ganz anderes auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht, ich kam irgendwie auf Nordkorea direkt, weil das hat irgendwie, dieser große Platz war für mich. National Season Tickets, National Monument. Fahrt oder sowas. Ich weiß es doch leider echt nicht. Hallo, Madame, ich will Ihnen nur mal eben auf den Arm gucken. Kann ich nicht erkennen. Sie ist auf jeden Fall von der Security. Deswegen schnell raus hier. Die möchte uns, also die könnte uns, glaube ich, verprügeln. Ich befürchte, sie ist stärker als wir. Beziehungsweise zumindest als ich. Eigentlich auch nicht, aber ich würde halt niemals irgendwie eine fremde Frau irgendwie berühren. Ich weiß es echt nicht. Wirklich nicht. Mittlerweile bin ich irgendwie so auf dem Trip so indienmäßig. Ist eine kleine Fliege. What the fuck? So Indien. Kambodscha. Singapur vielleicht nicht, aber Indonesien. So Jakarta könnte das sein. Zack, Jakarta. Man muss auch mal Glück haben. Man muss auch einfach mal Glück haben. Ja. Sieht krank geil aus. Also bin ich ehrlich. Sieht krank geil aus. Ich bin aber hart uninformiert, was sowas angeht im asiatischen Bereich. Also wirklich... hart uninformiert und ich kann das definitiv nicht lesen. Kann ich nicht da irgendwie auf das Schild gucken? Sieht nicht so aus. Verdammt. Geil, dass man hier auch das Ganze auch noch im leeren Zustand gemacht hat. Finde ich sehr Premium. Oh, da ist ein Schild. Da fahren wir hin. Wie ist Copper and Iron? Alter, das ist aber auch schwierig. Used for firelighting in the Imperial Palace and were usually filled with water between the... Ich weiß nicht, was da steht. Steht Isosaurus North month and the second lunar month of the following year. The bat, keine Ahnung, would be wrapped with cotton cloth and covered with a lid. When the temperatures become too
prevent the water from freezing. The earliest, keine Ahnung, now preserved in the Forbidden City was cast during the Ming Dynasty. Hongji Ming, Ming copper vats feature iron rings on the two ears, a wider upper body with a ist das ein N oder ein M? Egal. Das Problem ist, hier steht leider nirgendwo, was das hier ist. Copper and iron vats are part of our culture heritage. Please do not climb, carve or draw on them. Okay. Das ist schon krass, diese Iron. Diese Copper und Iron. Kupfer und Eisen. Behälter. Okay, das Problem ist, ach so süß, das ist Teil von unserer Kultur. Bitte nicht drauf climben oder sowas. Das Problem ist halt hier, es tut mir leid, aber ich weiß halt überhaupt nicht, wo wir sind. Also wirklich so gar nicht. Und es macht es irgendwie nicht besser, wenn ich hier 15 Mal herdüse. Ich würde jetzt hier einfach mal so auf Südkorea klicken und gehe jetzt einfach mal hier auf Seoul. Und dann ist gut, wir sind in China. Dammit, wir sind in Beijing. Das ist bitter. Es sind 946 Kilometer, ihr seht es schon. Das ist halt krass. Dammit. Ich zeige euch mal die Endstatistik. 21.146 ist gar nicht mal so schlecht, weil wir insgesamt dann doch relativ gut waren. Aber wir waren halt viel an Orten, die ich dann doch nicht so hundertprozentig kannte. Das mit Oakland ging gut. Das hier war schon schwer. Paris war wenigstens in der Nähe. Gut, Jakarta war Glück. Und das wusste ich jetzt gar nicht. Aber nun gut, ich hoffe, euch hat es wie immer ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und dann wird es da bestimmt nochmal mehr von geben. Ich bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut.